Denn sie wissen nicht, was sie tun. Viele von Ihnen kennen sicherlich den Film aus den 1950er Jahren mit James Dean, in dem pubertierende, ziemlich widersinnige, ziemlich unrationale Handlungen ausführen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marc Geflüster. Und genauso ist es derzeit mit der Trump-Administration. Ich habe mir vorhin Wilbur Ross, den US-Handelsminister, auf CNBC angeschaut, der sagte, it's just a tiny fraction of the economy, es ist nur ein kleiner Teil der Wirtschaft, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Es geht um die Folgewirkungen, um die psychologischen Folgewirkungen, um die Investitionsentscheidungen, die damit verbunden sind. Faktisch setzt man damit eine Spirale in Gang. Das kapieren die Herrschaften scheinbar nicht, die nicht wirklich zu etwas führen können. Ja, man kann sagen, okay Leute, dann senkt doch wenigstens die Zölle eben so wie auf die Niveaus, die die Amerikaner haben. Das wäre eine legitime Forderung, das kann man ja verstehen. Aber das, was die Trump-Administration derzeit tut, ist der Versuch sozusagen noch einmal Stärke zu zeigen. Man glaubt, man könne sich das leisten, aus der Position der Stärke heraus zu agieren. Aber faktisch ist die USA eine absteigende Weltmacht. Insofern sollten absteigende Märkte, Mächte eher Bündnispartner suchen, um zu kooperieren, statt nochmal den dicken Maxe zu machen. China wird zum neuen Kraftprotz werden on the long run. Da wird die USA sozusagen natürlicherweise absteigen. Und diejenigen, die jetzt ein bisschen genervt sind von den USA, werden sich natürlich den Chinesen etwas enger an die Brust schmeißen. Dementsprechend werden die Perspektiven für die USA noch schlechter, die auf Kooperation angewiesen sein werden, auch wenn man militärisch natürlich noch die absolute Nummer 1 ist. Es ist vor allem überraschend vielleicht für manche, dass nicht nur die EU, sondern eben jetzt auch Kanada und Mexiko betroffen ist. Damit will Trump offenkundig den Druck auf diese beiden Länder erhöhen in den NAFTA-Verhandlungen, aber das Ganze ist doch durchaus ungünstig. Trump hat ja laut Wirtschaftswoche beim Besuch von Macron, dem französischen Präsidenten, erzählt, ich werde mit meiner Handelspolitik so lange weitermachen, bis die Fifth Avenue in New York keine Mercedes mehr sichtbar sind in dieser Prachtstraße in New York. Und das ist vielleicht genau das Ding, um das es hier geht. Trump glaubt, diesen Handelskrieg gewinnen zu können, hat er mehrfach bei Twitter gesagt, aber er kann ihn nicht gewinnen. Man kann Handelskriege nicht gewinnen, schlichtweg. Man kann vielleicht einzelne Bereiche ein bisschen stärken, aber die Gesamtrechnung, das haben die 1930er Jahre gezeigt, ist negativ, egal für wen. Und dementsprechend sind die Perspektiven nicht allzu gut und dementsprechend reagieren die Märkte auch etwas säuerlich. Vor allem der DAX ist unter Druck. Ansonsten haben wir in Italien den vielleicht letzten Versuch nochmal, diese Koalition zustande zu bringen. Wir haben in Spanien die Situation, dass es immer schlechter aussieht für Rajoy, nachdem die Basken, die baskische Partei, die hier in Madrid auch im Parlament sitzt, gesagt hat, ja, wir unterstützen den Misstrauensantrag. Das wird bedeuten, dass Rajoy morgen wahrscheinlich schon abgesetzt wird. Also es geht turbulent zur Sache an diesem Feiertag für viele in Süddeutschland oder in Nordrhein-Westfalen, in protestantischen Gegenden. Ist ja Arbeitstag und in der Welt insgesamt fast überall. Nur die Katholiken können sich mal wieder ein bisschen ausruhen. Es ist schön, ein Katholik zu sein. Man begeht ein paar Sünden, geht dann beichten und alles ist wieder gut. Lebensart haben sie ja, die Katholiken. Ich war selber einer. However, schauen wir uns mal die Situation an den Märkten mit dem eben schon angesprochen säuerlichen DAX, der jetzt ein bisschen wieder Land gewinnen kann, 12.587, aber diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ich mehrfach thematisiert hatte, die hat sich materialisiert, die ist jetzt wohl doch durchaus bestätigt. Wir waren ja nochmal gestern in der Euphorie, dass da in Italien was gehen könnte. Ohne diesen umstrittenen Kandidaten für das Wirtschaftsministerium waren wir über der 12.800er Marke, jetzt sind wir ein paar Pünktchen drunter, wie Sie sehen können. Perspektiven durchaus bescheiden, auch wenn vielleicht Erholungen jetzt drin sind. Aber schauen wir uns mal die US-Märkte an, respektive erstmal das, was vielleicht auffällig ist hier in Europa noch, bevor wir zu den US-Märkten kommen. Hier sehen wir nach wie vor eine ziemlich enge Konstellation zwischen Euro-Dollar hier unten, der schwarze Chart, und dem orangen Chart, dem DAX. Wir haben den Euro jetzt etwas stabiler als den DAX. Wir hatten ja heute aus der EU Verbraucherpreise, aus der Eurozone, deutlich über der Erwartung mit 1,9%. Das war schon ein ziemlicher Knaller.
Das wird die Sache für die EZB nicht gerade einfacher machen, auch die PCE-Preise in den USA, Verbraucherpreise, ein Ticken höher als erwartet. Also die Inflation meldet sich ein Stück weit wieder zurück. Wir haben jetzt die Situation, dass die Euphorie in Sachen Italien doch langsam wieder entschwindet. Die 10-jährige italienische Anleihe, die schon deutlich höher stand heute und jetzt aber wieder ein bisschen Realismus zu zeigen scheint. Dadurch geht der Spread zwischen deutschen Bundesanleihen schwarz und der 10-jährigen italienischen wieder auseinander. Noch nicht so stark, aber da passiert jetzt langsam was. Wir haben auch am italienischen Aktienmarkt wieder 400 Punkte eingebüßt von der Spitze. Wir haben in Spanien die Situation, dass hier der IBEX, der Leitindex in Spanien, deutlich unter Druck ist, eben weil jetzt hier praktisch immer klarer wird, dass noch heute diese ganze Geschichte politisch nicht überleben wird. Wir haben die US-Indizes, die sich noch einigermaßen halten, aber wir sind nach wie vor in diesem Seitwärtsfenster. Aber ich denke doch, dass die Geschichte jetzt langsam auch für die US-Märkte ungemütlich wird, vor allem für die sogenannten Multinationals, also die Konzerne in den USA, die eben Auslandsgeschäft stark betreiben, anders als etwa die Nebenwerte in den USA, die im Russell 2000 sind, dürfte das für diese Konzerne eben in Zeichen des Protektionismus und der nach wie vor bestehenden Dollarstärke durchaus ein Problem sein. Wir haben den Dow Jones, der am stärksten betroffen ist heute, wegen auch seiner sehr internationalen Ausrichtung. Wir haben den Nasdaq, der sich wieder mal mit am besten hält, 6.972, nach wie vor aber nicht über der 7.000er Marke. Da haben wir heute wieder angeklopft, sind wieder nicht drüber gekommen. Irgendwann muss er mal drüber. Wir haben den Euro schon vorhin angesprochen, der in Vorfreude schon auf die EU-Verbraucherpreise über die 1,17er Marke gestiegen war, jetzt ein bisschen tiefer. Wir haben Schwäche im mexikanischen Peso, auch im kanadischen Dollar, nachdem eben hier auch Kanada und Mexiko eben jetzt inkludiert sind in diese Zölle. Das hatte die Washington Post schon heute Nacht berichtet, heute nach deutscher Zeit. Wir sehen den Dollarindex, der sich jetzt versucht zu stabilisieren in der 94er-Zone, sehen, dass Gold nicht wirklich profitieren kann von dieser neuen Ära, in der wir uns jetzt faktisch sind. Der Beginn des Protektionismus, back to the past. Wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit der 1930er Jahre. Wir haben Silber bei $16,51 und Öl, das sich hier gut hält, vor allem Brent-Öl, deutlich stärker als das amerikanische WTI-Öl aus Sorge eben vor vollen Lagern in den USA, zudem jetzt Memorial Day vorbei, dadurch wird jetzt erstmal weniger Auto gefahren etc. Und wir haben die Deutsche Bank, die geradezu abstürzt nach einem Bericht des Wall Street Journal, das gezeigt hat, dass die amerikanische Fed schon vor einem Jahr gesagt hat, die drei deutsche Banktöchter, die in den USA aktiv sind, seien in einem besorgniserregenden Zustand. Die Deutsche hat dann versucht, die Wogen ein bisschen zu glätten und gesagt, ja, wir haben ja schon immer gesagt, dass wir da leichte Probleme haben, aber gute Kapitalausstattung etc. etc. Der Markt glaubt das nicht. Wir sind auf dem Weg zum Allzeittief. Wir haben heute wieder auch schlechte Zahlen, zum Beispiel von US-Einzelhandelsunternehmen wie Dollar General, die maßlos enttäuschen mit den Zahlen wie auch dem Ausblick. Also heute hatten wir ja Daten auch zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben der Amerikaner und die Ausgaben sind gestiegen, waren über der Erwartung, sicherlich auch durch die Steuerreform, aber irgendwie profitieren die Einzelhandelsunternehmen nicht, die stationären Einzelhandelsunternehmen nicht. Wahrscheinlich geht das Geld in den Internethandel und eben nicht mehr in den stationären. Es ist eine Zäsur, es ist eine neue Ära. Und die Frage ist, wie kriegt man da die Kuh vom Eis? Das ist normalerweise eine Spirale, die sich jetzt aufdreht. Die Mexikaner haben schon gesagt, wir werden Gegenmaßnahmen einleiten, die EU sowieso. Das wird wahrscheinlich heute noch kommen. Dann möglicherweise Zölle der USA auf Autos. Das würde dann in Deutschland richtig wehtun. Und so geht das Spiel weiter. Und es ist eben möglicherweise nicht das allerbeste Umfeld für die Aktienmärkte, in der wir derzeit sind. Saisonal ist die Situation ohnehin sehr, sehr ungünstig in einem Juni, in einem Midterm-Election-Jahr. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal einen hoffentlich nicht allzu heißen schönen Abend und das allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.